Die Geschichte dieses Videos beginnt in einem mexikanischen Hotelzimmer. Es ist der 17. Februar 2014. Auf dem Wecker steht 6.40 Uhr. Die mexikanische Marine und die DEA stürmen das Hotelzimmer. In dem Hotelzimmer wird ein Mann festgenommen. 1,65 Meter, übergewichtig, 54 Jahre alt, kantiges Gesicht, Schule nach der 3. Klasse abgebrochen. Ein unscheinbarer Typ, der für den Tod von 80.000 Menschen verantwortlich ist. Wer ist der Mann, den einige als Osama bin Laden des Drogengeschäfts bezeichnen? Die Chicago Crime Commission geht noch einen Schritt weiter. Sie stellt ein Fahndungsplakat aus und bezeichnet den kleinen Mann als Public Enemy Number One, als Staatsfeind Nummer 1. Wir sind hier nicht in der Geschichte des gleichnamigen Films gelandet, sondern mitten in die wahre Geschichte des größten Drogendealers unserer Zeit. Das US-Wirtschaftsmagazin Forbes bezeichnet ihn als einen der reichsten Menschen der Welt, mit einem Vermögen von rund 1 Milliarde Dollar. Wie ist dieser Mann an so viel Geld gekommen und was hat er mit dem Tod von 80.000 Menschen zu tun? Die Geschichte von Joaquin Guzman, den alle nur El Chapo oder Shorty nennen, erinnert an die erfolgreiche US-Serie Breaking Bad, wo die Hauptfigur Walter White zu einem der mächtigsten Drogendealer seines Landes aufsteigt. Nur gibt es einen Unterschied. Die Geschichte von Joaquin Guzman ist keine Fiktion. Die Geschichte dieses Videos könnte eigentlich im Jahre 1993 aufhören. Da wurde El Chapo, der Kurze, verhaftet und zu 20 Jahren und 9 Monaten Gefängnis verurteilt. Wäre da nicht ein korrupter Wärter gewesen, der ihm die Zellentür öffnete und ein Wäschewagen, in dem er unbemerkt flüchten konnte? Es ranken viele Legenden um den großen und mächtigen Drogenboss. Einer Legende zufolge stammt der Analphabet aus einer kleinen nordwestmexikanischen Provinz im Bundesstaat Sinaloa, wo er seinem Vater als Kind bei der Mohnernte half. In diesem Bundesstaat kann man eigentlich nichts anderes als Drogenboss werden, denn 90% der mexikanischen Drogenbosse stammen von dort. Guzman war der Chef des Sinaloa-Kartells, das ein globales Netzwerk aufbaute, um seinen Drogenhandel immer weiter auszubauen. Allein in Chicago dominierte das Kartell 80% des dortigen Drogenhandels. Wie schaffte das Kartell, die Drogen über die US-amerikanische Grenze zu bringen? Hier zeigt sich die große Kreativität des mächtigen El Chapos. Er organisierte Möbelwagen und stopfte sie mit Drogen voll. Schüler brachten die Drogen in Rucksäcken über die Grenze. Es wurden Katapulte gebaut, um große Mengen Drogen in die USA abzuwerfen. Unterirdische Tunnelsysteme wurden angelegt, ausgestattet mit Elektrizität und einem eigenen Schienennetz, das es ermöglichte, große Drogenmengen unterirdisch und unbemerkt in die USA zu transportieren. Der Weg zum größten Drogenboss der Welt ist mit Leichen gepflastert. Über 80.000 Menschen starben in Gefechten mit anderen verfeindeten Kartellen oder unschuldig. Zudem wurden 26.000 Menschen verschleppt und gelten noch heute als vermisst. Ein US-amerikanischer Fernsehsender hat angekündigt, die Geschichte dieses Mannes zu verfilmen und herauszubringen. Was haltet ihr von diesem Mann? Seid ihr fasziniert oder angewidert von ihm? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Sollte man diesen Mann durch zahlreiche Artikel glorifizieren oder verdient er nach amerikanischem Recht die Todesstrafe? Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und lasst die Finger von Drogen.